Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Shelby Cobra Bauphase 15 soll heute Thema sein. Die letzte Bauphase aus Pack 2 quasi. Aber, na, die hat es in sich, wollte ich jetzt gerade sagen, aber ist ja eigentlich auch Quaggel. Da gibt es eine Menge Teile. Eine Menge Kleinteile und Zündkabel, was noch nicht zugeschnitten ist. Ja, also, ich suche das nachher. Und Kerzenstecker, Zündkabelstecker und all sowas. Wie gesagt, das zeige ich euch gleich von nahem. Und die müssen auf jeden Fall noch auf Länge geschnitten werden, so wie ich das in der Anleitung verstanden habe. Und das wollen wir heute alles machen. Und dann, ja, hier, das ist ja das Ergebnis aus Bauphase 12, 13, 14. Hier teilweise auch. Und ja, da gucken wir mal, wie weit wir heute kommen, wie das Endergebnis nach dieser Bauphase dann aussehen wird. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken, ihr kommt ran. Wir gucken uns die Teile an und dann legen wir los. Ein paar Schrauben haben wir auch, also der Schrubenträger wird auch seinen Dienst leisten dürfen heute. Wir legen los. Das Ganze handelt heute um ja, Ölwanne, Zündkerzen, Schutzplatte, Zündkabelhalter, Zündkabel, Kerzenstecker und viele Schrauben. Also wir haben hier OD03, OD04, OP03 und OP07 Schrauben. Dann gucken wir uns natürlich die ersten Teile einmal an. Und zwar haben wir die Ölwanne. Dann den Deckel dafür, die Schutzplatte. Als nächstes Sparkwire Connector. Ja, das, ich sag mal so, das sind die Kerzenstecker, das sind die längeren. Dann haben wir hier die, nee, das sind die Kerzenstecker und das sind die Zündkerzen. Ist das alles extra? Ja, sehen wir ja dann. Die Zündkabelhalter können das auch sein. Kerzenstecker und Zündkabelhalter. Ja, was habe ich jetzt hier? Wieso habe ich jetzt zu viel aufgeschrieben? Nein, Zündkerzen, Zündkabelhalter und Zündkabel. Hier haben wir das Zündkabel. So, was dürfen wir als erstes tun? Und zwar zuerst werden wir die Ölwanne und die Schutzplatte zusammensetzen. Ist selbsterklärend. Hier, Nupsi. Hier Loch für Nupsi, Schraubloch, Schraubloch, Schraubnupsi. So, das wird zusammengesteckt. Da könnt ihr das sehen, dass das da drin ist. Und hier haben wir die beiden Löcher zum Verschrauben. Einmal so hinlegen. Ich muss ja auch gucken, OP03 Schrauben. Haben wir alles da? Eine zu viel. Zu viel ist besser als zu wenig. So. Das war jetzt schnell getan. Und nun geht's weiter. Ach, jetzt kriegen wir die Schrauben. Die heißen die OP07. Hier kommen noch zwei OP07 Schrauben rein. Wieder dieselbe Technik, so wie das ausschaut vom letzten Mal, dass man hier nachher was zusammenstecken kann und das nicht wegrutschen kann. So. Oh, wir brauchen den Motorblock und da kommt brauchen wir OD04 Schrauben. Auch die sehen so aus, den Motorblock. Drehen wir so um. Und an diesen beiden Stellen die Schrauben reindrehen, bis sie nicht mehr weitergehen. Take the engine block assembly from stage 12 and screw in to type OD04 screws, only drive them
And as far they will go. So weit wie sie gehen. So weit wie sie reingehen werden. Ja, und die hier an den Seiten geht das ja hier so ein bisschen höher und die verhindern, dass es eben, wer weiß wie weit reingeht, da kann man das ein bisschen sehen. Na, Jung. Wir brauchen die Apparatur aus den letzten Ausgaben. Und diesen Halter, der kommt so hier reingeschoben, wenn ich das richtig sehe. Geht ein bisschen schwer, macht nichts. Wenn er schwer reingeht, geht er nicht mehr leicht raus. Na, so wird er hier reingesteckt. Ja, kann man das vielleicht noch mal so sehen. Au, 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 wir brauchen noch was Schönes. Wir haben ja hier noch einen Ölfilter und so. Und hier den Zahnriemen. So, das Ganze stellen wir uns so hin. So. Mit den Nupsi hier nach oben. Und wir stecken hier diese Einheit hier rein. Dass wir hier die also hier ist das, ist dieser Haken mit dem Schraubloch. Und das kommt dann hier sozusagen hier bis darauf und soll da verschraubt werden mit einer, habe ich vorher nicht gelesen, OD03 Schraube. Davon haben wir eine ganze Menge da. Also wir haben jetzt nur noch OD03, was heißt eine ganze Menge? 4 Stück, das heißt 3 plus 1. So, das packen wir, stecken wir hier wieder rein. Könnt ihr das natürlich nicht sehen, aber ich muss das ja sehen, wo die Schraube reinkommt. Oh. Ja, das wackelt noch ein bisschen, dann können wir vielleicht noch einen kleinen Ticken weiter schrauben. So, ein bisschen ist ja noch ein bisschen wackelig, ist ja auch Plastik, das ist dem geschuldet. So, haben wir die Einheit auch eingebaut. Jetzt kommt die Ölwanne und die hier haben wir 2 halbe Löcher und da werden die Schrauben jetzt so reingedrückt, dass das nachher nicht rausgehen kann. Ich habe das Gefühl, ich hätte, könnte sie noch ein Tickchen wieder rausdrehen. Das war jetzt ungefähr eine halbe Umdrehung. Ja, jetzt passt das auch besser. Also müsst ihr gucken, dass das rüber passt. Und jetzt sitzt das schon stramm drauf. Könnt ihr hier nochmal in das Innere des Motors gucken. Dann können wir noch was reinschreiben. Nein, wir schreiben das. Das wird nie wieder, also ich baue das nie wieder auseinander. Jetzt kommt erstmal der Motorblock. Und der soll, jetzt muss man natürlich gucken, wie rum, so rum. Hier oben, hier in diese beiden Schlitze rein.
Also ich würde auch hier sagen, die eine Seite geht schon, die andere Seite nicht. Also da mache ich das dann lieber noch mal einen kleinen Ticken lose. Nur ist es drauf, die Ölwanne ab, die Getriebestangen sind wieder ab. Die sollten aber dran sein, dran bleiben. Also, da muss ich gleich nochmal gucken. So, wir können schon erahnen, wie das Ganze hier aussehen wird. Und jetzt wird der andere Zylinderkopf hiermit zusammengesetzt. So, nun hoffen wir mal, dass das hier alles klappt. Müssen ja hier verschiedene Teile ineinander greifen. Oben und unten und überall. Und das sieht gut aus. Und es werden zwei Schrauben fällig. Oh, könnt ihr das schon sehen? Man kann das schon erahnen, man kann das schon sehen, was das für ein schöner Motorblock ist. Auf jeden Fall schön zusammenschrauben, dann kann auch nichts mehr auseinander gehen. Und wie ihr seht, die Getriebestangen, ich werde sie gleich einmal kleben. Ich werde ihnen mal eine kleben. So. Nun ist das ganze Teil so zusammen. Wie gesagt, ich klebe erstmal die Getriebestangen an, weil danach geht es auch mit diesen Teilen weiter. Und ich mache erstmal einen Cut, mache die Getriebestangen fertig und dann, ja, werden wir hier noch ein bisschen weiter basteln am Motor. Ja, wir trennen jetzt hier dann mal die Zündkerzen raus. Insgesamt brauchen wir 8 Stück. Zwei fehlen hier schon. Warum? Weil zwei habe ich schon mal reingesteckt. Wollen vorher eine kleine Generalprobe machen. Hier seht ihr das, zwei sind schon drin. Also die werden jetzt hier nur so einmal vor Ort gesteckt. Und dann, ja, mit einer Zange, Pinzette, wie auch immer, einmal zack rein. Und dann sind sie zwar lose, könnt ihr sehen hier, bisschen lose, aber sie gehen nicht mehr raus. Ja, weil die hier, sagen wir mal, wie so einen kleinen Widerhaken haben. Ja, so, zack, einmal rein, macht leicht Knacks. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite, mache ich das jetzt auch. Und was folgt dann? Dann geht das schon los, dass wir die, ja, Zündkabelhalter, die kleinen Zündkabelhalter dann auch abtrennen. Und dafür brauchen wir nachher auch noch das Zündkabel. Und dann werden wir die, ja, auch alle noch zusammenstecken, einstecken. Und die kommen ja hier nachher auf. Was haben wir gesagt? Auf den Zündverteiler rauf. Also erstmal noch ein paar Kerzen einbauen und dann geht's weiter. So, nun wollen wir mal langsam loslegen. Zwar brauchen wir jetzt hier einen Zündstecker, dann ein Zündkabel. Das erste ist jetzt 8 cm lang, sieht zwar nicht so aus, es sind aber 8 cm. Und da wird erstmal dieser kleine Stecker raufgesteckt. So. Und dann, die sind alle halbrund und das ist dann auch in dem Zündverteiler, sind die Ausschnitte auch alle halbrund. Oh, kann man auch schön sehen. So, und jetzt geht es darum, jetzt muss man dann gucken, in der Bauanleitung ist dann zu sehen, wo dann die 1 ist, das ist das Kabel 1. Da stecken wir das dann auch ein und zwar ist die 1 dem nächsten zum
Motorblock. So, erstmal schade, hat noch nicht gleich geklappt. Normalerweise sollte er jetzt hier auch gleich reingehen, wenn er die richtige Position hat. Jawohl, so soll das dann aussehen. Und dann geht das Kabel an diese Position. Das stecken wir dann jetzt auf die Zündkerze quasi. So, ich hoffe, das hat jetzt geklappt. Mal gucken. Ja, ist komplett drauf. So, jetzt könnten wir ja noch mal schauen, ob er uns zeigt, wie das Kabel endgültig aussehen soll. Jetzt müssen wir noch ein bisschen drehen, weil das soll nachher bis hier hinten so liegen. Ja, dadurch, dass die Zündkerze ja beweglich ist, ja, vielleicht müssen wir hier mal am Kerzenstecker einmal ein bisschen drehen. So. Hoffentlich kriegen wir ihn jetzt wieder rein. So, das sind Kabel dann, dass das dann hier so rüber guckt. Jetzt das zweite. Nummer 2 kommt 1, 2 freilassen hier rein. Und Nummer 2 muss die Länge haben 7,5 cm. Dann halten wir uns das hier bei 0 an. Oh, wir können ja auf dem Stahllineal schneiden. 7,5 cm. Angepeilt. Hier ist auch eine neue Klinge drin. Nicht schwer. So, erstmal das Ganze auf den Stecker fummeln. Wenn das dann geht. So, dann 2 freilassen, da rein. Na, die anderen, das wird noch ein bisschen komplizierter werden, sage ich jetzt mal so. Und wo soll das Ganze hin? Ein daneben. Aber ich finde das erstmal grundsätzlich gut, dass die Längen uns erzählt werden. Beim anderen Modellen zum Beispiel hatte ich das ja dann, dass das dann ein bisschen zu lang ist. So. Die 2 geht sozusagen über den anderen so rüber. Ja. So, jetzt machen wir die 3. Die kommt dann hier rein. In diesem Sinne machen wir jetzt dann quasi immer so weiter. Die 3 ist wieder 8 cm lang. Und ja, ich mache jetzt quasi einen Cut. Am besten aber nicht in meinen Finger. Und ja, dann melde ich mich nochmal wieder, wenn dann alle Zündkabel dran sind. So, den 8. und letzten, den zeige ich euch nochmal. Das Zündkabel ist jetzt 6,5 cm lang. Stecken wir hier rauf. So, dann natürlich in der Anleitung einmal schauen, wo das Kabel dann lang läuft. Und zwar ja, oben rüber über alle. Ist ja eigentlich auch dann nicht schlecht. Hier haben wir äußeren Kranz. Hier ist jetzt noch ein Loch frei. Da muss der Stecker jetzt rein.
Den letzten beißen die Hunde. So. Dann das Kabel natürlich hier auf die Schwingkerze. Ich habe 6,5 cm genommen, sollte ich auch machen. Es ist knapp, aber es wird, aber der andere vorher war auch schon 6 cm, war auch knapp. Oh, jetzt ist der Stecker auch noch rausgegangen. Jetzt ist der Stecker wieder rausgegangen. Dann eben das Ganze nochmal. Und dann haben wir hier die Zündkabelhalter. Und da wird das Ganze dann einmal nochmal reingesteckt. Und dadurch bleibt alles schön an Position. So, jetzt fehlt noch Teil 9. 9? Aha, plus einmal 2,5 cm. Das ist dann Kabel 9 und das kommt dann in die Mitte rein und ach, da unten noch rein raufgesteckt. Also, jetzt müssen wir doch noch mal eins, was 2,5 cm ist. So bleibt auch noch ein Stückchen übrig, also könnte man auch alle einen kleinen Ticken länger machen. Dann brauchen wir hier von den Zündkerzen, haben wir nachher eine über, aber von den Zündsteckern hier, da müssen wir dann den letzten auch noch abschneiden und auf das Kabel stecken. Halleluja, und das muss jetzt, das geht auch über alle rüber, das muss jetzt da rein. In die Mitte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so hält. Vielleicht muss ich den dann ankleben. Und jetzt kommt dieses Zündkabel dann unten an den, wie hieß der eigentlich noch? An die Zündspule. Und dann oben rüber über die anderen. Ja, oben rüber über die anderen. Also das soll mich wundern. Dann stecken wir das, machen wir Räume. Rollen wir mal das von hinten auf, das Ganze. So, und jetzt soll der dann darüber. Und das mache ich nicht. Ich mache den da unter. Dann haut er mir wenigstens nicht ab. Und sieht trotzdem noch ordentlich aus. Wie gesagt, ich muss das natürlich nur hier ordentlich treffen. Also zwei von diesen ganzen Kabel, von den Steckern sind auch schon angeklebt, die anderen alle nicht. Ich muss ihn doch nur noch jetzt einmal treffen, dass er da reingeht. Och jung. Und dann ist alles gut. So, ich glaube, der ist jetzt fest. Das ist das Ergebnis. Bis Bauphase 15. Gucken wir mal noch. Jawohl. Was ein Kaventsmann. Und das mit dem Kabel finde ich, ich finde es persönlich gut, wie das hier verpackt ist. Ach, der ist lose gegangen. Das nützt nichts. Dann muss ich hier nochmal ein ganz bisschen Kleber ran machen. So, und das hoffen, dass ich jetzt nochmal wieder gleich ordentlich treffe. Oder wir machen den unten erst noch mal raus. Zack.
dann lieber oben erstmal ordentlich nochmal treffen. Schön festhalten mit dem Finger. Kabel wieder hier unten raufstecken. Finger war festgeklebt. So. So sieht das Ganze aus. Ja, ein Stecker noch übrig hier. Wie viel sind das noch? Zündkabel. Ich schmeiße natürlich nichts weg. Sind noch 5 cm über. Das ist auch gut so. Das werden wir uns mal so abschneiden. Brauche ja nicht alles behalten. So, dass wir den nochmal haben. Wer weiß, wozu das gut ist. Vielleicht kann den ja auch nochmal einer von euch gebrauchen. Siehst du wohl, bis Bauphase 15 fertig. Hier die Getriebestangen habe ich natürlich, habe ich euch erzählt, schon einmal angeklebt. Gut, nun können wir weitermachen, wenn wir dann das Paket Nummer 3 bekommen. Jawohl, bis Bauphase 15 nun geschafft. Heute noch Bauphase 15, war dann doch eine Menge zu tun. Hätte ich dann doch habe ich vorher auch schon mir schon gedacht, dass das ein bisschen länger dauert. Ja, jetzt könnte man schon erahnen, dass hier die Auspuffrohre, ja, entweder so oder so, nee, so. So rankommen, ne? Hier, so in der Art, kann man sich dann schon mal das so ein bisschen vorstellen. Ja, hier sind die ganzen Teile bis Bauphase 15. Haben wir das dann alles geschafft, Pack 1 und Pack 2. Ja, jetzt warten wir auf Pack 3, mal gucken, was da Schönes kommt. Ich beobachte ja zwischendurch auf www.agoramodels.com die Seite bei den Downloads, ob die nächste Bauanleitung schon da ist. Es gibt auch ein Forum, da könnt ihr gerne ruhig mal reinschauen, bei www.agoramodels.com. Auch da habe ich auch einen Baubericht, da könnt ihr dann einzelne Bilder sehen, sowie natürlich auch bei Mars Schiffsmodellbau bei Facebook auch auf der Seite und diversen Gruppen, wo das Ganze geteilt wird. Bleibt neugierig, schaut wieder rein bei Pack 3, wenn es wieder weitergeht mit der Shelby Cobra. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in.